Wisst ihr, als was Raditz immer galt? Richtig, als Schwächling. Aber was wäre, wenn er stärker gewesen wäre? Wenn er so stark gewesen wäre, dass er der Anführer von Nappa und Vegeta gewesen wäre? Wenn man aber nach Dragon Ball Classic geht, ist Raditz halt echt schon ein Monster gewesen. Vegeta als Kind hat ja ungefähr eine Kampfkraft von 12.000 gehabt und Raditz als kleines Kind 500 bis 600. Damit ist er halt einfach schon stärker gewesen als Piccolo Junior und Son Goku ganz am Ende. Ja, ein Raditz sollte man nicht zu sehr unterschätzen. Naja, zumindest wenn man halt wie gesagt nach Dragon Ball Classic geht. Wenn man nach Dragon Ball Z geht, bleibt halt weiterhin ein Schwächling. Im Community-Tab habt ihr mal wieder abgestimmt, welches Thema-Video kommen soll. Und das ist dieses hier. Und auf das nächste und übernächste freue ich mich auch schon besonders. Kommen wir doch als erstes mal dazu, wie hätte Raditz eigentlich überhaupt der Stärkste der Gruppe werden können? Man kann ja danach gehen, dass es genau derselbe Fall war wie bei Vegeta, dass er halt einfach mit sehr viel Kraft schon geboren wurde. Und dass er denn von klein auf tagtäglich immer hart trainiert hat und Vegeta halt nicht, was er ja auch großartig nicht hat, außer gegen Pflanzenmänner gekämpft, aber ja, die sind halt keine Gegner für ihn. Natürlich gab es denn noch Nappa bestimmt als Gegner, aber Nappa hat er ja auch locker eigentlich platt machen müssen. Wo ich gerade bei Nappa bin, ich plane, denke ich mal, auch noch ein Video, wenn Nappa der Anführer der Gruppe gewesen wäre. Könnte sich auch interessant sein. Wann dieses Video aber kommt, weiß ich noch nicht, weil ich habe echt viele Sachen noch auf der Liste. Raditz wurde so stark, dass er dann auch irgendwann stärker war als Nappa oder schon von Anfang an stärker war als er und dann auch stärker als Vegeta wurde. Vegeta war einfach viel zu überzeugt von seiner Kraft und lag viel zu lange auf seiner faulen Haut, bis dann Raditz ihn überholt hat. Raditz war sich seiner Kraft nun bewusst. Er wusste, dass er nun stärker ist als Vegeta und er sagte zu ihm, dass er der neue Anführer ist. Aber Vegeta wollte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So entbrannte ein heißer Kampf zwischen den beiden und nebenbei, ein Daumen nach oben bei dem Video wäre natürlich wie immer sehr, sehr nett von euch. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre mir natürlich auch wie immer sehr, sehr wichtig. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, was ist immer noch falsch mit euch? Tut es jetzt! Vegeta verlor immer mehr die Oberhand über diesen Kampf. Oder er hatte vielleicht von Anfang an sogar nicht mal die Oberhand, sondern Raditz. Und Raditz hat hier Vegeta komplett fertig gemacht. Für die Kampfkraftliebhaber, nun ja, ich sag mal einfach so, Vegeta hat ja natürlich seine normalen 18.000 und Raditz hat hier 25.000. Schlussendlich hat Vegeta diesen Kampf verloren und Raditz diesen Kampf gewonnen. Und so wurde er der neue Anführer der Gruppe. Vielleicht wäre es ja auch so gewesen, wäre sogar nicht unwahrscheinlich gewesen, dass Raditz halt von Vegeta jahrelang niedergemacht wurde, dass er Vegeta denn hier einfach am Ende getötet hat nach seinem Sieg. Weil er hat ja immer noch Zabon, Dodoria, viele seiner anderen Soldaten und halt die Ginyu Force. Vegeta ist halt einer nur von vielen starken Soldaten und er ist halt einfach entbehrlich. Ich gehe sogar so weit, dass Frieza sogar eher froh darüber ist, dass Vegeta hier getötet wurde, weil das heißt ja ein Saiyajin weniger, weniger Gefahr, dass ein Super Saiyajin entsteht. Ich kann mir ja sogar auch noch sehr gut vorstellen, dass Frieza sieht, Vegeta wurde von Raditz erledigt, der ja eigentlich so schwach ist, dass er Raditz denn hier sicherheitshalber auch erledigt. Einfach wegen seiner Angst vor dem Super Saiyajin und Nappa, nun ja, die Bowlingkugel lässt er am Leben. Nein, Spaß, die Bowlingkugel hat so hart geleuchtet, dass Frieza zu schwach Staub zerfallen ist durch dieses enorme Licht. Ja, ich weiß, ihr braucht es nicht schreiben. Ich weiß, meine Witze sind nicht die besten. Ich gehe jetzt aber wieder etwas zurück, und zwar, dass Raditz hier gewonnen hat und er denn der neue Anführer der Gruppe geworden ist. Aber Vegeta hier natürlich denn nicht tötet. Da kann ich mir denn eine Szene vorstellen, die denn etwas anders abgelaufen wäre. Als sie alle ja von Namek zurück zur Erde gewünscht wurden, gab es ja von Vegeta, Raditz und Nappa eine kleine Rückblende. Sie haben ja einen Planeten erobert, aber sie haben kein Geld gekriegt, weil sie halt einfach zu lang waren. Dort sind Raditz und Nappa ja ausgerastet, weil sie wollten ja unbedingt eine Belohnung erhalten. Da hat Vegeta die beide ja aufgehalten. Hier könnte man nachgehen, dass er die beide nicht aufhält. Weil er dann einfach hier hofft, dass Raditz hier Frieza angreift und ihn so damit loswerden könnte. Das Traurige daran ist aber, dass Vegeta denn hier Nappa opfern würde. Und Nappa war ja so gesehen eigentlich der Erste, der Frieza angreifen wollte. Man müsste ja einfach wirklich schon danach gehen, dass Raditz zuerst Frieza angreifen wollen würde. Und wenn er das hier echt macht, würde Vegeta ihn hier nicht aufhalten, weil er einfach hofft, dass Frieza Raditz hier erledigt. Nappa wäre denn auf jeden Fall sehr geschockt, wie leicht Raditz erledigt wurde und er würde dann ab diesem Punkt natürlich ganz klar lieber die Klappe halten. Und so hätte es Vegeta geschafft. Er wäre Raditz losgeworden. Ach, der Arme, das arme Langhaar. Nochmal aber zurück, und zwar, dass Raditz halt hier der Anführer wurde, weil er den Kampf gewonnen hat. Das würde Vegeta natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollen. Er würde halt mit allen Mitteln versuchen, Raditz
loszuwerden. Vielleicht würde er hier seine Raumkapsel manipulieren oder würde Soldaten dazu beauftragen, dass die Raumkapsel defekt ist und in eine Sonne fliegt. Oder er würde halt den Computer oder eine Datenbank nachschauen, welcher Planet sehr gefährlich ist, viel zu gefährlich für die Gruppe, und den Raditz dorthin schicken. Oder besser gesagt sagen, dass das nächste Ziel von Meister Freezer ist, dass er diesen Planeten erobern sollen. Aber es ist natürlich dann nur eine Falle von Vegeta, um Raditz loszuwerden. Vegeta könnte es hier auch mit Training versuchen, dass er einfach ganz normal trainiert und hofft, dass er den Raditz übertrifft und ihn dann erledigen kann. Was er zum Beispiel auch machen könnte, ist die Methode von Darth Sidious. Und zwar ihn in Schlaf killen. Und zwar, dass er wartet, bis er eingeschlafen ist, dann einen künstlichen Mond macht und zum Ozaru wird und dann ihn killt. Einige von euch haben sicher sich jetzt schon gefragt, aber was ist denn jetzt eigentlich mit der Erde? Nun ja, da ist die Antwort ja eigentlich glasklar. Wäre Raditz mit dieser Stärke zur Erde geflogen, hätten Son Goku und Piccolo natürlich absolut gar keine Chance gegen ihn. Und hätte er Vegeta befohlen, Kakarot zu holen? Nun ja, er hätte sich sicher nicht großartig daran gehalten. Vielleicht hätte er Kakarot einfach platt gemacht oder die Erde einfach vernichtet aus lauter Zorn. Und ja, selbst wenn er Nappa befohlen hätte, zur Erde zu fliegen, Son Goku und Piccolo hätten gegen ihn einfach überhaupt gar keine Chance. Weil Nappa und Vegeta haben ja die Schwäche vom Saiyajin-Schwanz nicht mehr und die Höllenspirale von Piccolo, ich glaube einfach nicht, dass die Nappa großartig geschadet hätte. Die Selbstzerstörung von Shaozu hat ja Nappa keinen Kratzer zugefügt und die Kiku-Kanone von Tenshin Han hat ja auch nur Nappas Rüstung beschädigt, aber so Verletzungen hat er nicht großartig gehabt. Und dabei ist die Kiku-Kanone von Tenshin Han zu der Zeit mindestens doppelt so stark gewesen wie Piccolos zweite Höllenspirale. Aber zurück zu Vegeta, er würde ja bestimmt viele Pläne versuchen, um Raditz hier endgültig loszuwerden, weil er will sich als Prinz der Saiyajins nichts von einem Unterklasse Saiyajin befehlen lassen. Am Ende kommt es ja darauf an, ob ein Plan von Vegeta auch wirklich funktioniert. Was glaubt ihr, Leute? Würde ein Plan von Vegeta wirklich funktionieren, dass er Raditz loswerden könnte? Also aus meiner Sicht sage ich mal so. Also Vegeta ist natürlich auf keinen Fall dumm und ich glaube, er könnte schon einen Plan schmieden, um Raditz loszuwerden. Und was Raditz angeht, er ist ja halt auch nicht dumm. Es war halt einfach nur eine dumme Entscheidung von ihm, Son Goku und Piccolo komplett zu unterschätzen. Das war halt sein Fehler. Weil es ist ja halt einfach klar, hätte er gleich von Anfang an ernst gemacht, hätte Raditz natürlich gegen Son Goku und Piccolo gewonnen. Raditz hat hier einfach den gleichen Fehler gemacht wie Freezer. Einfach viel zu viel rumgespielt und nicht gleich sofort den Kampf beendet. Und was halt auch noch ein Fehler von ihm war, dass er halt den Ozaru nicht benutzt hat. Aber man weiß halt bei ihm nicht, ob er einen künstlichen Mond machen kann oder nicht. Aber ich glaube persönlich wohl eher nicht mit seiner Kraft. Weil als Vegeta einen künstlichen Mond gemacht hat, hat Son Goku ja sogar selbst gesagt, dass seine Kraft auf einmal ganz schön abgenommen hat. Natürlich in Tenkaichi 2 und 3 kann Raditz einen künstlichen Mond machen, aber da muss man halt bedenken, das sind halt einfach nur Games. Es wäre aber wirklich so interessant zu sehen, wenn Raditz halt wirklich stärker gewesen wäre als Vegeta und dass er halt wirklich versucht hätte, Pläne zu schmieden, um Raditz loszuwerden. Das hätte so interessant werden können. Ich glaube hier auch, dass Raditz auch immer weiter trainiert hätte, um stärker zu werden, weil er will ja erstens Freezer erledigen und er will halt nicht zulassen, dass Vegeta wieder stärker wird als er. Bei einem Raditz-Video denke ich einfach immer wieder dasselbe. Es ist so schade, dass nicht mehr mit ihm gemacht wurde. Er ist einfach so ein verschwendeter Charakter. Es macht einen so traurig. Aber ja, Leute, wie ist mal wieder eure Meinung? Schreibt es wie immer in die Kommentare, was ihr glaubt, wie es abgelaufen wäre, wenn Raditz halt der Anführer gewesen wäre von Nappa und Vegeta. Wie im Video gesagt, über einen Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute! Und mal wieder, weil ich das schon lange nicht mehr hatte, für alle Leute, die bis hierhin geschaut haben, schreiben in die Kommentare Hashtag Raditz der verschwendete Charakter.